Hallo, mein Name ist Stefanie Burghaus. Ich bin Oberärztin an der Frauenklinik in Erlangen und dort für die Betreuung von Patientinnen mit Endometriose zuständig. Ich bin Mitglied der Europäischen Endometriose-Liga und Sie haben uns die Frage gestellt, wie lange dauert eine Bauchspiegelung und was wird genau gemacht? Eine Bauchspiegelung oder die Indikation zur Bauchspiegelung, wann eine Bauchspiegelung durchgeführt wird, die stellt Ihr behandelnder Frauenarzt. Die Bauchspiegelung ist immer noch der Goldstandard in der Diagnostik der Endometriose und nicht nur in der Diagnostik, sondern auch in der Therapie der Endometriose. Vor der Operation ist es so, dass Sie nüchtern kommen müssen. Sie müssen nüchtern zur Operation. Das heißt, dass Sie nichts essen und nichts trinken dürfen vor der Operation. Das sind ungefähr 2 bis 6 Stunden. In dem Zeitraum dürfen Sie nichts essen und nichts trinken. Und es kann auch sein, dass der Arzt mit Ihnen bespricht, dass Sie abführen sollten. Das heißt, dass der Enddarm sauber sein sollte. Das gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder nimmt ein Klisma, um den Enddarm zu reinigen, oder man trinkt eine Flüssigkeit, um da so eine abführende Maßnahme zu erreichen. Die Operation wird in einer Vollnarkose durchgeführt, das heißt, dass Sie komplett schlafen. Und das liegt daran, dass wir Sie während der Operation kopftief lagern. Und diese Kopftieflagerung ist notwendig, um einen guten Blick vor allem auch in den Unterbauch zu bekommen. Bei Beginn der Operation ist es so, dass man sich einmal einen Rundumblick im gesamten Bauchraum verschafft. Man schaut sich auch die Oberbauchorgane an, das Zwerchfell, den Darm guckt man sich an und dann natürlich auch im Unterbauch Eierstöcke, Gebärmutter und das gesamte kleine Becken. Das macht man, indem man eine Kamera in den Nabel einführt und dann im Unterbauch mehr verschiedene Einstiche macht. Das können 2 bis 3 Arbeitsinstrumente sein, die man in den Unterbauch einführt. Von der Größe sind die Schnitte ungefähr 5 mm bis 1 cm. Die Frage nach der Dauer der Operation ist schwierig zu beantworten. Die Operation kann entweder wenige Minuten oder auch mehrere Stunden dauern. Das hängt davon ab, was vor der Operation vielleicht schon an Endometriose diagnostiziert wurde. Oder was dann auch in der Operation an Endometriosenherden gefunden wird. Nach der Operation sind Sie in der Regel auf der Station und können sich von der Operation erholen. Und die Bauchspiegelungen werden entweder ambulant durchgeführt oder stationär ambulant. Das heißt, dass Sie am gleichen Tag wieder nach Hause gehen können. Und stationär heißt, dass Sie eine Nacht oder mehrere Nächte im Krankenhaus bleiben, um sich von dem Eingriff zu erholen. Es kann sein, dass Sie nach einer Bauchspiegelung oder bei der Bauchspiegelung eine Drainage bekommen. Die sorgt dafür, dass Wundsekret aus der Bauchhöhle nach außen geleitet wird. Die Drainage wird dann im Verlauf entfernt. Das ist unkompliziert möglich. Sie erhalten vom Krankenhaus oder von Ihrem behandelnden Arzt eine Krankschreibung. Diese kann wenige Tage bis mehrere Wochen betragen. Das hängt davon ab, was gemacht wurde. Sie sollten nach einer Bauchspiegelung sich körperlich schonen. Sie können ganz normale alltägliche Tätigkeiten verrichten. Sie sollten aber keine schwere körperliche Anstrengungen durchführen, zum Beispiel joggen oder ins Schwimmbad gehen. Das sollten Sie vermeiden. Saunagänge sollten vermieden werden, solange bis die Wundheilung abgeschlossen ist.